Hallo liebe Lego-Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein neues Video, nämlich war ich im Legoland einkaufen und habe ein paar Minifiguren selbst zusammengestellt. Beim Legoland gibt es das Minifiguren-Atelier und dann kann man sich selbst Minifiguren zusammenstellen, so viele wie ihr möchtet. Eine Minifigur kostet 2,50 Euro. Wenn ihr 6 Minifiguren kauft, kostet das 12 Euro. Das heißt dann pro Minifigur 2 Euro. Ein angenehmer Preis, finde ich, weil ihr könnt da für jede Minifigur eine ganze Figur zusammenstellen mit einer Kopfbedeckung und mit einem Accessoire. Es kann ein Schwert sein, ein Zauberstab, egal was ihr wollt. Und die Kopfbedeckung zählt auch ein Helm, also statt eine Frisur könnt ihr der Figur auch einen Helm aufsetzen und das ist inklusive. Jedes weitere Zubehör kostet 50 Cent. Aber Lego hat da echt tolle Auswahl, viele verschiedene Sachen und das zeige ich euch jetzt alles mal. Fangen wir mal vielleicht mit den Ritter an, weil dort könnt ihr tatsächlich Ritter zusammenstellen. Lego hat die Falcon Knights und die Löwenritter und für 2 Euro das Stück kann man echt nichts sagen, weil wir haben ja aktuell nur die Löwenritterburg für 400 Euro und die normale Ritterburg Creator 3 in 1 für 100 Euro. Und da finde ich es echt cool, dass man sich da noch Ritter zusammenstellen kann für pro Stück 2 Euro, wenn ihr 6 Figuren nehmt. Hier seht ihr zum Beispiel einen Falcon Knight mit einem Köcher hinten dran, einen schwarzen Helm. Die Köpfe natürlich könnt ihr alles selbst heraussuchen. Dann natürlich der bedruckte Torso, die bedruckte Beine und ein Pfeil und Bogen. Also das ist echt eine Hammerfigur für 2 Euro, da kann man echt nichts sagen. Dann haben wir hier auch nochmal einen Falcon Knight Ritter mit Armbrust, ein Pfeileköcher, einen schönen Helm. Und ich finde es echt cool, dass es die schwarzen Helme gibt, weil zu den Falcon Knights, da passt einfach das Dunkle. Dann auch hier habe ich noch 2 weitere mit einem Schwert. Also ihr könnt diese Figur jetzt zum Beispiel, kostet 2 Euro, ein Accessoire, eine Kopfbedeckung, ein Kopf und Torso und Beine. Diese Figur kostet 2,50 Euro, weil der Pfeileköcher noch ein extra Accessoire ist. Das heißt Armbrust, Pfeileköcher, Helm, 2,50 Euro. Dann haben wir hier auch einen tollen Ritter mit Falcon Knight Schild, ein Panzer für die Schulter, eine Rüstung, ein tolles Schwert, schön spitz und einen schwarzen Helm. Hier auch nochmal ein Rüstungsteil für die Schulter und ein Pfeil und Bogen mit Pfeileköcher und natürlich so ein Helm, der dann in der Stirn heruntergeht und nicht geschlossen wie dieser ist. Dann noch ein Ritter und hier noch einen weiteren Helm, den kennen wir ja von der Löwenritterburg. Ein Pfeil und Bogen und natürlich ein Pfeileköcher darf auch nicht fehlen. 8 Figuren von den Falcon Knights. Dann habe ich noch 3 weitere, die habe ich jetzt einfach mal so zusammengestellt. Die werde ich höchstwahrscheinlich weiter verschenken. Auch lustige Figuren. Lustiges Oberteil, ein Panda-Bär, hier ein bedrucktes Eis, ein Pinguinkopf. Also hier kann man echt auch lustige Figuren zusammenstellen und natürlich ein Zauberer. Schön bedrucktes Unterteil, einen tollen Bart, ein Hut und ein Zauberstab darf natürlich auch nicht fehlen. Dann habe ich hier die Löwenritter, die sind ja auch richtig cool. Wenn man die Löwenritterburg besitzt, kann man so natürlich seine Armee richtig toll ausbauen und eine schöne Schlacht vielleicht nachspielen. Hier habe ich auch einen Pfeileköcher, die gibt es in Schwarz und in Braun. Für die Löwenritter finde ich einfach, dass das Braune viel besser ist. Hier habe ich jetzt einen schwarzen Bogen, aber ihr könnt natürlich auch braune Bögen nehmen, die sind alle vorrätig. Und schaut euch mal den Torso an, schön bedruckt. Bedruckte Beine, das Kettenhemd glänzt richtig silber. Also die Figuren sind echt cool. Dann haben wir hier auch nochmal einen Bogenschützen. Ich finde Bogenschützen echt cool. Das habt ihr hier gemerkt. Ihr habt viele Bogenschützen und Armbrustschützen geholt, weil einfach auf der Mauer
so viele Bogenschützen dran zu stellen, das sieht einfach echt toll aus. Hier haben wir einen Armbrustschütze, so sieht die aus. Die ist dann eher ein bisschen metallic und glänzend. Ein silberner Helm, hier seht ihr ja den schwarzen Helm. Und hier haben wir ein silberner. Zu den Löwenritter finde ich passt einfach ein silberner Helm besser, genauso wie der Pfeileköcher. Hier habe ich jetzt einen schwarzen genommen, aber braun finde ich steht den einfach viel besser. Gegensatz, hier haben wir braun und hier haben wir schwarz. Also jedes Accessoire, also da gibt es echt alles. Zum Beispiel hier habe ich eine Axt, die gibt es auch in größerer Variante, ein tolles Schild und ein Helm zum Aufklappen. Eigentlich für ein Kavallerier, für die Pferde, vielleicht mit einem Stab noch und hier noch eine Feder. Dann haben wir hier auch noch ein Rüstungsteil für die Schulter, ein Helm, ein tolles Löwenritterschild und eine Axt. Der Krieger, finde ich, sieht auch richtig toll aus. Ihr seht jetzt hier 18 Figuren, pro 6 Figuren 12 Euro. Wenn man überlegt, ihr habt jetzt diese ganze Figuren in der Löwenritterburg, da müsst ihr natürlich nicht die Löwenritterburg öfters kaufen, das wäre ja totaler Wahnsinn. Deswegen könnt ihr im Legoland toll eure Figuren selbst zusammenstellen. Ich habe jetzt hier noch auch Accessoires. Also ihr müsst keine Figur kaufen, ihr könnt auch einfach eure Accessoires einkaufen. Das heißt pro Zubehörteil 50 Cent. Schaut euch mal das coole Schwert an. 50 Cent kostet ein Zubehörteil, sowie ein Helm oder eine Armbrust. Alle möglichen Zubehörteile gibt es euch. Also ihr müsst ja keine Figuren kaufen. Wenn ihr viele Figuren zu Hause habt, dann könnt ihr eure eigenen Figuren mit Rüstungsteile selbst gestalten und diese, wie ihr wollt, ausrüsten. Hier haben wir Pfeil und Bogen noch und ein Pfeileköcher. Ich habe jetzt einfach mal von jedem noch etwas mitgenommen. Hier zum Beispiel das Schild, das gelb umrandet ist. Hier haben wir ja ein rot umrandetes Schild. Also Lego hat da echt viel Auswahl. Und so könnt ihr damit eure Ritterarmee aufbauen und viele tolle Schlachten nachspielen, wenn ihr Ritterfans seid. Und einfach eure Armee ein bisschen aufzufrischen, weil es gibt ja keine Ritter-Battle-Packs, sondern nur die 100 Euro Creator-Burg und die große Löwenritter-Burg. Ich denke mal, das war euch eine Hilfe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Ritter so im Legoland eingekauft habt. Aber echt cooles Zubehör, muss ich sagen. 50 Cent pro Stück und tolle Figuren, die ihr zusammenstellen könnt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ob ihr auch schon Ritter im Legoland zusammengestellt habt. Ich werde auf jeden Fall bald wieder hingehen und noch eine größere Armee aufbauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal.